Also normaler Schotterplatz. Warum ist denn das so verschwommen? Schlafi Platzi. Naja. Und das gehen wir jetzt mal erkunden. Also wir sind vor 2 Minuten angekommen. Nach Hintertomsberg. Beziehungsweise kurz hinter Larvik. Ist so ein Steinweg. Und da vorne ist jetzt das Meer. Das ist richtig geil. Ich bin jetzt auf so einem kleinen Hügel. Wahrscheinlich muss ich lauter reden wegen dem Wind. Das sieht halt richtig geil aus. Ey. Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Äpfel, alles hier, wo man denkt, bei dem Wind wächst doch nichts. Aber hier wächst so viel Wild, dass man einfach essen könnte. Crazy. Jetzt kämpfe ich mich gerade hier auf diesem kleinen Trampelpfad durch. Zum Glück habe ich Langarm und gute Schuhe. Und jetzt können wir nämlich da vorne gleich wieder einen Ausblick genießen. Oh ja. Diese Äpfel, die haben mich total verschickt. Boah. Jawoll. Ich finde es so witzig, wie hier teilweise einfach diese Rettungsringe sind. Hier ist vor mir auch einer. Dann denke ich mir so, ja. Als ob jemand freiwillig hier schwimmen gehen würde. Nee, danke. Das sieht geil aus, aber schwimmen ist gefährlich. Jetzt habe ich vor lauter Schauen vergessen, fast ein Video zu machen. Ich habe noch ein Bild hier gemacht, das sieht noch geil aus. Mit einem steileren Winkel drauf. Das ist super. Cool, wie der Baum vom Wind gewachsen ist. Der ist einfach komplett einfach darüber gewachsen. Komplett schräg. Warte. Das ist so cool. Das ist echt richtig krass. Man sieht jetzt, glaube ich, von hier auch nochmal gleich. Ja, genau. Naja, nicht wirklich. Ah, das ist Wahnsinn. Das ist echt einer meiner absoluten Lieblingsspots bisher. Und wir haben schon echt viel Schönes gesehen. Ich habe auch schon gesagt, Schweden ist wunderschön. Das ist Märchenlandschaft gefühlt. Aber Norwegen ist einfach beeindruckend. Es ist so krass. Ich habe jetzt da vorne auch irgendwas von Grabhügeln gelesen.
Das ist wahrscheinlich sowas. Also, ich wusste, dass das, sag ich mal, die Wikinger so gemacht haben. Aber ich wusste nicht, dass die das hier auch gemacht haben. Also, an dem Ort, wo wir sind, rein zufällig. Ich musste es aber nochmal nachschauen, ob das auch wirklich stimmt. Aber da stand vorne auf dem Schild, dass man nicht auf die Grabhügel gehen darf. Also nehme ich mal an, das sind Grabhügel. Eben, da müsste das ja wieder ein Grabhügel sein. Da müsste das da vorne ein Grabhügel sein. Das ist ja krass. Hier gibt es einen Sitzbänkel. Ah, es ist schon sehr windig. Man soll nichts, Alter, jetzt geht's ab. Man soll, ich stelle mich mal neben den Gegenwind. Man soll nichts an den Steinen, von den Steinen bewegen, weil es hier ein Naturreservat ist. Die Steine sind nämlich alle von einem Gletscher, der hier war. Vor 10.000 Jahren. Und deshalb soll man sie eigentlich liegen lassen. Einmal dahinter Flachland, oder halt flach, ne? Für Norwegen halt. Und er einfach ein Landwirt. Ah, den Jack hat sogar, glaube ich. Ah, nee, tut er nicht. Aber einfach hier. Landwirtschaft. Geil. Jetzt kommt eine Straße. Also ich habe nachgelesen, es sind tatsächlich Grabhügel aus der Wikingerzeit. Also es stimmt, was ich gesagt habe vorher. Da ist auch nochmal einer. Da ist einer. Da unten einer. Länglicher. Ja. Cool. Kann das Handy kaum halten.